Nein, der große sportliche Kracher ist diese Zwischenrunde in der DL2 bisher wirklich nicht. Zu allem Überfluss müssen alle Clubs an diesem Wochenende gleich zweimal gegen denselben Gegner ran. Der SC Rissersee bekommt es mit den Heilbronner Falken zu tun und wie Sie sehen, wenigstens ist in dieser Partie etwas Zündstoff drin. Das liegt aber in erster Linie an der ersten großen Massenkeilerei und Boxeinlage in dieser Saison. Ironischerweise setzten die weiß-blauen Spieler zuvor mit einem Transparent noch ein Zeichen gegen Gewalt. Das bezog sich aber auf die Fanausschreitungen in Rosenheim und Landshut. Auch Manager Bader leistete seinen Teil, er verhängte Stadionverbote. Übrigens, Eishockey wurde tatsächlich an diesem Freitagabend auch noch gespielt. Und zwar recht gut im ersten Drittel aus Hausherrensicht. Andreas Pauli mit diesem 1:0. Er nutzt die Schwäche von Keeper Konrad und bringt die Scheibe im Kasten unter. Die Garmisch-Partenkirchener aktiver, agiler, Heilbronn verunsichert. Das war wie in den letzten Wochen nichts. Die Gästefans forderten ihre Mannschaft ihrerseits mit einem Plakat auf, sich endlich den Allerwertesten aufzureißen. Doch das taten nur die Gastgeber. 2:0 Florian Vollmer, erst sein zweiter Saisontreffer, dafür ein richtig schöner. Erst spielt er Caciola aus und dann lässt er Konrad keine Chance im Kasten der Falken. Das war's allerdings mit der weiß-blauen Herrlichkeit. Jetzt zündete oder schaltete Heilbronn seinerseits den Motor um 1 bis 2 Gänge nach oben. Der verdiente Lohn dafür, Anschlusstreffer. Adriano Caciola netzt ein gegen den Rückkehrer Brian Hogan in seiner ersten Partie nach der Syndesmose-Verletzung. Gut gemacht, sehenswert gemacht und wenn nicht wenig später Fortuna mit dem SCR im Bunde gewesen wäre, hätte es hier schon zur ersten Pause 2:2 unentschieden gestanden. Zweiter Durchgang, Caciola macht diesen Schönheitsfehler, den Pfostenschuss wieder weg. Stochert gekonnt nach, auch weil er allein gelassen wird. Da wird er nicht genau ausgeblockt. Hogan mit der Unsicherheit in Topform hält er den beim ersten Mal fest. Das zweite Drittel geprägt vom Kampf, da war nicht viel drin. Wen konnten sich die Keeper auszeichnen? Hogan ein bisschen Sicherheit und vor allem Spielpraxis sammeln. Das noch der Check, der diese Massenschlägerei auslöste von Kastner. Mehr war nicht drin. Schlussabschnitt und alles beginnt recht gut für den SCR. George King spritzt da in diesen Pass von außen. Der kam von Florian Thomas. Schöner Assist. Lang jubelten die Weiß-Blauen aber nicht. Denn die Gäste hatten nochmals eine passende Antwort parat. Und dreimal dürfen sie raten, durch wen? Natürlich durch den Mann des Abends, Adriano Caciola. Hoher Slot, starker Pass, aber Hogan sieht auch nicht besonders glücklich aus. Dritter Treffer. Das Zauberwort für die Falken lautete Transition, der Übergang von der Verteidigung ins Offensivspiel. Das klappte im dritten Abschnitt famos. Nächstes Beispiel, das Tor von Brady Leisenring. Blank findet ihn, zu allein gelassen, diesmal ist Hogan chancenlos. Der SCR bemüht die zwingenden Torschossen, die dicken Torschossen, sprangen nicht heraus. Dann doppelte Unterzahl und kurioserweise der SCR mit seiner dicksten Chance. Morten Lee verliert irgendwie die Scheibe und dann tanzt sie auf der Linie. Ganz komische Situation, wäre hier der Ausgleich gefallen, wären dann noch vielleicht noch ein paar Punkte rausgesprungen. Stattdessen, wenige Sekunden später, noch in diesem Überzahlspiel, die Antwort. Natürlich Caciola, vierter Treffer, 5:3. Der Deckel ist drauf, doch die Falken haben immer noch nicht genug. Einen gibt es noch für die rund 40 Auswärtsfans, die den langen Weg nach Garmisch-Partenkirchen mitgemacht hatten. Ein Unterzahltreffer, ich sag nur Transition nochmal. Alex Ackermann umkurvt alle, schiebt ein, 6:3. Ein kämpferischer Auswärtserfolg und das sahen auch die beiden Coaches so. Die Stimmen beider Trainer gibt es bei uns noch zum Abschluss. Ich habe heute wirklich mein Team als Kampfantreib gesehen. Und ich habe diese Frage gestellt, das ist Charakterfrage. Wir müssen kämpfen, wir müssen entschlossen kämpfen, habe ich den Jungs gesagt. Und ich habe heute wirklich mehrere oder fast alle oder hundertprozentige
Kampfschweine wirklich auf dem Eis gesehen. Die Mannschaft, die mehr Kampf gezeigt hat, die hat das Spiel gewonnen. Und man muss ganz klar sagen und sie nichts vormachen und auch nicht die Leute verarschen wollen, wenn die emotionsreichste und die beste Reihe, die vierte Reihe ist, die Jungen, dann ist das zu wenig. Natürlich haben auch die Spieltagsergebnisse nicht vergessen. Ravensburg schlägt Nauheim 5:3, Lausitzer Füchse gegen Star Bulls Rosenheim 3:6, Landshut verliert im Bayerischen Derby mit 4:5 gegen Kaufbeuern, der Tabellenführer Bremerhaven gewinnt 2:1 in Dresden und zum Schluss noch Bietigheim gegen Grimmitschau 3:0.